So, jetzt wollen wir mal natürlich weitermachen. Nämlich der gute Repograf, ja, hat das Video gedreht. Der hat mir das auch empfohlen. Bin gespannt. Jay Freezy mit Adisa mit Dollar World. Der gute Repograf, der hat auch Bilder von mir geschossen. In Ludwigshafen war das. Da habe ich auch einen Auftritt gehabt. Und ja, Mann. Da haben man sich kennengelernt, ja, und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr korrekter, ist ein sehr, sehr talentierter Fotograf. Auf jeden Fall abchecken. Und natürlich hat er auch sehr, sehr geile Videos, ne, bis jetzt auch gemacht. Ich bin gespannt, was diesmal auf uns zukommt. Weil wir haben ja September zum Beispiel abgecheckt und den haben wir ja gut gefeiert auf jeden Fall, ne? Und der Repograf hat ja auch die Videos für ihn gemacht. Also rein da. Schön Chili Willy. Auch der Klamottenstyle, muss ich einfach jetzt mal sagen, ne, gefällt mir richtig gut. Also es sieht so ein bisschen aus wie hier halt Alt New York, ja, schön mit so einem Baseball-Trikot mäßig halt, ne? Feiere ich auch übel so. Und ganz chillig, ne? Voll am Viben, die zwei. Finde ich gut. Hey, check me out. How much a diamond cost? How long you wanna walk around and talk about it for? Before you signing off. A long night or two, it's all it takes to pop it off. It's all a mind game we play, we're trying to get that article. Cash rules everything, sit and wait for the come around. Pray for them better days, looking up to win for the underground. Nigga, listen. Boah, nicer Flow, Mann. Noch dieses Underground. Wow, Alter. Nice Stimme. Gute Präsenz hier, ne? Beat gefällt. Ne, das ist in Good Old Germany gedreht, ja, aber sieht aus, als wäre es irgendwo halt in Amerika gedreht irgendwie, ne? Also so von der Art, wie es gefilmt ist und so, aber man sieht ja, ne, der hat einen Bex in der Hand. Apply every lesson and vision, every test that you witness, each and every decision, every obstacle that we face is just part of the picture. So learn how to react accordingly, front to the back, it's sort of steep. All that I know is forward, keep moving the ball, the score will creep. Remember, one step up is better than none. There's times in life where we feel down, but that's still better than some. There's times where pockets remain empty, but your blessings will come. Believe me, I've seen it twice, but all good things. Auch geil, dieses Lesson or something, and believe me, the nennen. Oh. They come in three. I've heard of good things, so I'm just trying to get me some of. Oh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Mann. Der hat ein FUBU-Shirt am Start, ja. For us, by us. Ne, damals, ey, das war die Übermarke. Ja, ich wollte immer FUBU-Sachen haben. Das, ich war damals da voll hinterher so. Ich wollte unbedingt FUBU haben. So, ich will FUBU haben, ey. Mama, kauf mir FUBU. Aber das war so scheiße teuer damals, ne? Das konntest du dir einfach nicht leisten. So die ganzen Rich-Ass-Motherfucker da draußen, ja, die dann aus dem reichen Elternhaus so kamen, ja, die konnten sich alle FUBU leisten und so, ne? Ihre ganzen reichen Kevins da draußen. Und ich wollte immer FUBU-Sachen haben, Mann. Ja, so FUBU, Karat, hier Konrad oder nicht Konrad, Alter, wie hieß das nochmal? Ich hab grad den Namen nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall mit C. Das waren so die Marken, ey, weißt du. Aber FUBU damals voll teuer. Viel zu teuer, Mann. Ja, Kalkani auch, ne? Aber FUBU war überteuert, ohne Scheiß. FUBU hatte in den Jeans so ein kleines gelbes verstecktes Säckchen, wo man sein Stuff verstecken konnte. Ja, siehst du, die waren schon der Zeit voraus. Yo, Zorn, was geht? Ja, man hat dein Video von Insta übrigens jetzt auch in meiner Story. Daniel Lee steht. Ehre. Nice. Dankeschön. Ich wollte immer FUBU.
As I step out with confidence, the consciousness is rising and people are realizing. Use your mind and verbalize it. A dollar all you need, some time to flip it to a million. Profit of every knowledge, drop some deep shit for the children. Nigga, people out here fake pretending. Chasing the life they really can't afford. So boah, voll nice, ey. Das ist ja auch nicht irgendwie so ein Schulenglisch oder so, ne? Was wir ja schon mal auch im Stream mal hatten, ne? Wo ich dann auch gesagt habe, ey, das ist so, keine Ahnung, Englisch-E-Kurs und sowas, ne? Das ist hier wirklich komplett, ja, richtig mit Slang und so, ne? Die kommen wirklich aus der Bronx oder so, aus New York, weißt du, aus der Ecke so, wohnen jetzt halt hier in good old Germany, ja, und machen aber den geilen Rap-Shit immer noch wie New York, so, ne? Finde ich nice. Gefällt mir richtig gut. Auch diese Betonung auch mit Children. Und ich finde auch der Beat, ne, ist chillig, die Stimmen sind chillig, ja, und es passt perfekt. Need some common sense to know this shit ain't never ending. Unless you go enhance and advance your soul to reach the goal. A peace of mind, a peace of time, what everybody's seeking. Not knowing where to start, so they tap out, no one can reach them. These lines are highly valuable, so watch out how you treat them. Making a good decision first, you learn it, then you teach them. Boah, der Flow ist aber auch richtig on point, ne? Ne? Übernice. Und beide trinken Becks, ja? Obwohl das aussieht, als müssten die eigentlich da in den Staaten irgendwo gerade am Start sein, so, ne? Ja, mit Sonnenuntergang. Ja, warum nicht? Yeah. Life is a lesson. The way we live it. Always progressing. Und eine chillige Hook auch noch. It's time for healing. Oh, where we going? Oh, time knows. Make sure I leave a mark on this globe. Oh, was ein Feeling. My English not so good, aber this is dope. Und ich hab euch nicht so viel versprochen, oder? Der Repograf hat ein richtig schönes Video gedreht. Good work. Nice, man. Was will man mehr? Becks im Video, stabile Bart, ja? Fubu-T-Shirt. So muss das doch sein. Richtig schön Hip-Hop zelebriert. So, und von wo kommen die Jungs jetzt her? Das ist natürlich so eine Sache, ne? Ich habe jetzt nicht gesehen, wo genau, in welcher Ecke das jetzt in Germany war. Aber auf jeden Fall hier der gute Repograf, ja? Sehr, sehr nice Arbeit hier geleistet. Ne? Richtig gut. Also hier auf jeden Fall ein Like, ne, ein Abo. Wenn es euch auch gefallen hat, ja, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und natürlich auch eure Meinung hier in die Kommentare. Ja, würde mich freuen. So, und ich schaue nochmal den Link natürlich zu dem Wunderwerk hier. Ja. Hier ist er. Aber ich kann nicht sagen, wo genau das jetzt gedreht worden ist. Aber sehr, sehr nice. Bin ich der Einzige, der hier auf Deutsch kommentiert? Ja. Yep. Kein Problem. Das war das Becks.